stehen. Schalke 04, Liebe im Revier, Junge, da fällt dich nichts mehr ein. Schalke 04 ist die Seele vom Revier, sag mich, was kann schöner sein? Schalke 04, Liebe im Revier, Junge, da fällt dich nichts mehr ein. Schalke 04 ist die Seele vom Revier, sag mich, was kann schöner sein? Schalke 04, Liebe im Revier, Junge, da fällt dich nichts mehr ein. Schalke 04 ist die Seele vom Revier. Schalke 04 im Jahre 1989. Totaler Triumph für Günther Eichberg. Noch nie ist ein Präsident so überwältigend gewählt worden. Harmonie, wie sie in Schalke nicht immer an der Tagesordnung war. Prominente Stimmen zur Faszination Schalke 04, die immer wieder Millionen begeistert hat. Für mich liegt die Faszination darin, dass dieser Verein in den letzten Jahrzehnten etwas geschaffen hat, was ich nur noch aus oder in München sehe, nämlich beim TSV 1860 München, nämlich dass die Fans der 60er genauso wie die Fans der Schalker als Schalker bzw. 60er Fans geboren werden und die sterben nicht aus. Schalke ist grundsätzlich mehr als ein Fußballverein, es ist eine Institution. Dann braucht sie nur die geschichtsrichtige Vergangenheit dieses Clubs mal anschauen, da weiß man, dass dieser Club ganz einfach für diese Region wahnsinnig viel bedeutet. Und darin liegt wahrscheinlich das Geheimnis, ich würde sagen, dieses Mythos Schalke. Unheimlich schwer zu erklären. Eins ist Fakt, Schalke ist einmalig in Deutschland. Es gibt keinen anderen Club, wo das überhaupt nur möglich ist. Und ich denke, es hängt mit der Tradition, mit den Jahren Cheppern, Kuzora und danach zusammen. Es hängt mit dem Gebiet, wo die Menschen hier leben, zusammen, dass sie sich sehr eng mit dem Club verbunden fühlen, wie mit keinem anderen Club in Deutschland. Und es hängt auch damit zusammen, dass überall in Deutschland Schalke-Anhänger rumlaufen. Und wenn wir früher irgendwo gespielt haben, in Nürnberg oder in Hamburg, und Schalke kam in der Hauptzeit mit einem Ergebnis, bei dem sie führten, dann ging ein Sturm durch die Zuschauer. Und das ist einfach faszinierend, und ich glaube, in dem Club, da kann nichts passieren, was die Menschen hier erschüttert. Oh doch, Wolfgang Oberath, vieles hat Gelsenkirchen und insbesondere Schalke erschüttert. Die Schließung der Zechen, der Verlust von Tausenden von Arbeitsplätzen, der Verfall einer ganzen Arbeitskultur. Aber, und das zeichnet die Menschen im Ruhrgebiet besonders aus, sie haben nie den Glauben an sich selbst verloren. Die Räder, die ihr Leben bedeuteten und bedeuten, haben sich immer weitergedreht. So oder so. Auch hat das Ruhrgebiet sich stets den veränderten Situationen angepasst. Die Heimat von Schalke hat sich geändert. Sie ist grüner wie hier Schloss Berge. Sie ist sauberer geworden. Aber nun zurück, sozusagen zum Ursprung der Geschichte. Faszination Schalke 04. Hinterhöfe und Bergmannsiedlungen, das ist ihre Heimat. Das war ihr Milieu. Damals, das war die Generation vor dem Krieg und vor dem Wirtschaftswunder. Die Schalker Spieler, das war sozialer Aufstieg im Ruhrgebiet. Arbeit und Fußball. Sie kamen aus den gleichen Straßen. Sie spielten länger als 10 Jahre in einer Mannschaft. Sie wurden 6-mal deutscher Meister. Schalke, das war die Fußballelf des kleinen Mannes. Schalke war sein Gesprächsthema, seine Attraktion, sein Vergnügen. Schalkes Erfolge waren seine Siege. Die großen 30er Jahre begannen mit einem Skandal. August Sobotka und Ötte Tybulski erinnern sich. Wir haben schon meist immer bei kleineren Spielen 10 Mark bekommen. Und die 2 Mark erlaubten Spielen, das war alles. Da waren es 12 Mark. Und wenn man ausnahmsweise ein großes Spiel war, wo guter Besuch war, haben wir auch schon mal 20 Mark bekommen. Dann hat der Jersch nicht vertragen, weil er hier der Westdeutschen Fußballverband, er war Vorsitzender von Bochum, und der konnte das nicht vertragen, und der hat uns dann ausgeschaltet.
gegen die Kleinigkeit. Da sind wir ein Jahr ausgesperrt worden. Unser Kassierer, Willi Nier, hat sich das Leben genommen. Er ist im Kanal. Der war kein Kassierer, Otto. Der war kein Kassierer. Was war er denn? Der war Finanzobmann. Die kleinen Unterschiede jener Tage. Von 1931 an sprach Schalke ein Wörtchen um die Vergabe der Viktoria mit. Das erste Endspiel ging 33 in Köln gegen Düsseldorf noch mit 0:3 verloren. Aber dann. Im nächsten Jahr 1934 ist endlich Fritz Cepan Schalke an der Reihe. Naja, endlich. Es wurde auch die allerhöchste Zeit. Denn wir hatten schon lange darum gekämpft. Ihr Spiel gegen den 1. FC Nürnberg, das sah ja lange Zeit schlecht aus. Sie lagen 1:0 im Rückstand bis 3 Minuten Verschluss. Ja, bis 3 Minuten Verschluss. Ich machte dann das Ausgleichstor und mein Schwager, Ernst Gutzauer, der schoss 1 Minute Verschluss das Siegestor. Erinnerungen an jenen denkwürdigen 24. Juni 1934. 50.000 Zuschauer im altehrwürdigen Poststadion zu Berlin. Fritz Cepan und der gerade schon angekündigte Ausgleich, unbeschreiblicher Jubel. 1 Minute noch zu spielen und die Begeisterung wurde zum Orkan. Ernst Gutzorra schießt das 2:1 und Schalke 04 ist zum ersten Mal deutscher Meister. Ein Jahr später, der 23. Juni 1935. Köln ist Austragungsort des Endspiels gegen den VfB Stuttgart. Die Knappen diesmal ganz in Blau. Die erste Halbzeit gehört den Gelsenkirchnern. Der VfB Stuttgart findet kein Mittel und die Königsblauen führen zur Pause bereits mit 3:0. Der VfB Stuttgart ist in der zweiten Halbzeit etwas stärker und kommt an die Gelsenkirchner heran. Am Ende aber siegt Schalke 04 mit 6:4. Die Torschützen dreimal Pörtgen, Urban, Gelesch und Kalwitzki. Berlin ist seit 1936 der ständige Austragungsort der Endspiele um die deutsche Fußballmeisterschaft. Erstmals sind 100.000 dabei. Schalke gegen Nürnberg. Der Club wehrt sich mit Leibeskräften. Die Zuschauer sind begeistert. Technische Kabinettstückchen. Wie hier über den Ball gestiegen wird, das erinnert an einen Stummfilm. Aber das sind ja auch historische Aufnahmen. Hier wird der Nürnberger Torhüter Köhl angegangen nach englischem Vorbild. Damals war das durchaus noch erlaubt. Der Club hatte seine Möglichkeiten in diesem Spiel, aber die Schalker Abwehr verhinderte mit viel Einsatz Nürnberger Tore. Schwer hatten es damals die Fußballreporter, denn Rückennummern kannte man noch nicht. Die Schalker Angriffsmaschinerie mit leichten Problemen. Ein herrliches Solo an 4 Schalkern vorbei. Auch Fritz Cepan musste dran glauben. Dann aber setzte sich der FC Schalke 04 immer besser in Szene. Und umjubelt von 100.000 das 1:0 durch Pörtgen mit gütiger Mithilfe von Torhüter Köhl. Die zweite Halbzeit, Schalke wankte, aber fiel nicht. Das Mittelfeld auch damals schon schnell überbrückt. Die Entscheidung, das 2:0 durch Kalwitzki und die dritte deutsche Meisterschaft für die Knappen.